Bevor dieses Video beginnt, möchte ich nochmal kurz sagen, ich habe mir gedacht, ich hätte aufgenommen. Als ich dann die Aufnahme beendet hatte, habe ich dann gesehen, dass es ein 10-Sekunden-Clip war, weil ich aufgenommen hatte, nachdem ich den Sieg schon geholt habe und direkt 10 Sekunden später schon wieder beendet hatte, weil ich mir gedacht hatte, ich hätte aufgenommen. Deswegen habe ich es im Fortnite Video Editor, wo man ja spezielle Cams machen kann, nochmal schnell neu aufgenommen. Und es wird ein paar Lagstellen geben, aber ich glaube nicht so viele. Ich glaube 2 Lagstellen hat es gegeben, aber die sind nicht so schlimm. Und ja, es war wirklich mein erster Solo-Win. Somit jetzt viel Spaß mit dem Video.
Achso, und dieser Kill war jetzt übrigens über 200 Meter.